Reflex. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Chucky heißt du. Und ich würde noch gerne wissen, warum. Ja, Chucky, das war ein Spitzname von früher von der Schule. Ich habe früher immer die ganzen Jungs verprügelt und dann haben die mich immer Chucky die Mörderpuppe genannt. Ich habe heute Morgen mal überlegt, ob es damit zusammenhängt. Ich dachte, das frage ich lieber nicht. Aber gut, dass du Ja, selber also sagst. man hat mich früher mal Jackie genannt, weil ich ja eigentlich Jacqueline heiße. Aber dann hat sich das irgendwann, weil ich halt wirklich jeden immer vermöbelt habe, der frech war, wurde das dann umgenannt in Chucky. Also das war aber ein rein defensives Verprügeln. Du hast das nur gemacht, wenn die dir blöd gekommen sind. Ja. Ja. War das denn oft der Fall? Ja, ich bin halt auf eine Hauptschule gegangen und die waren da halt früher immer ziemlich, ja, ne, da musste man sich verteidigen Ja, können. rabiat. Hattest du da, also war das, der Spitzname ist dann einfach geblieben und ab wann war das? Also der ist einfach geblieben. Das ist wirklich einfach, das irgendwann war Chucky da. Erst mochte ich das absolut überhaupt nicht, deswegen habe ich dann auch immer versucht, weiter mich da irgendwie zu verteidigen. Damit habe ich es nur schlimmer gemacht. Ja. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann hat man es einfach angenommen dann. Ja. Dann war das einfach so. Und dann stellt man sich auch überall nur noch so vor als Chucky, weil es ist irgendwie drin. Ja. Das, keine Ahnung, ist halt so. Seit wann hast du das denn? Hast du den Namen? Seit Ja, seit, der Jugend dann. seit der 5. Ach so, das Klasse. ging direkt los Das in der ging fünften. direkt Okay. los. Krass. Und was Ja, weil hast mein Bruder war auch auf der Schule und dann hat man halt immer mitbekommen, wie ich mich mit ihm dann halt immer irgendwie, wir Geschwister, ne, die lieben sich ja. Und ja, und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich war Ja. dann, ja, Chucky, die Killerbraut. Sehr schön. Und was hast du nach der Schule denn gemacht? Also ich habe erst noch meinen Realschulabschluss nachgemacht und dann mein Fachabi. Bin dann hingegangen, habe eine Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht. Das hat mir aber nicht gereicht und habe dann zusätzlich noch den Heilpraktiker gemacht. Und darauf warte ich jetzt bis März, bis meine Prüfung ist. Ah, krass. Also du hast Tierheilpraktiker und Heilpraktiker ist dann nochmal für Menschen jetzt, oder was? Genau. Den Also habe ich dann Mensch und nochmal Tier. nach, weil mir hat das nicht ausgereicht mit den Tieren und wollte dann unbedingt was Größeres und was mehr und mehr Verantwortung und habe das dann den Heilpraktiker für den Menschen noch nachgezogen und da warte ich halt wie bis März bis auf meine Prüfung. Ach, krass. Und wie kann man da drauf aufbauen? Also ist es so, dass man, oder muss es nochmal eine komplett neue Ausbildung machen? Oder gibt es da Nee, irgendwelche da musste ich Parallelen? komplett neu. Ja. Also ja, ich meine, okay, ein bisschen Anatomie, die Begriffe bleiben zwar, aber ich meine, ein Tier ist ganz anders aufgebaut wie ein Mensch, Ja, ne? klar. Ich meine, du hast das schon zwar Ähnlichkeiten, aber da musstest du komplett neu anfangen. Ja, und dann willst du auch noch mit Menschen arbeiten oder kannst du dir auch so Ja, Kombinationen vorstellen vielleicht? ich Sie und Ihr weiß nicht, Hund kommen vorbei und ja, ich bin da noch so ziemlich unsicher, was meine Zukunft angeht. Deswegen Ja. weiß ich noch nicht. Ich bin da ein bisschen nicht so wie andere Menschen, die so zielstrebig sind und sagen, ich habe meinen Jahresplan. Ich bin eher so, ja, ich mache das erstmal. Dann mal Ja. gucken. Das ist doch gut, so nach Gefühl, ne? Ich glaube, das sieht doch Ja, immer noch von außen so aus, dass alle die Ahnung haben. ich bin halt eher so der, ich sage immer, ich lasse mich immer treiben. Ja, das ist doch gut, auf jeden Fall. Wann hattest du denn deine ersten Tattoos? Mit 18. Das fing direkt an, weil meine Mama war ganz streng. Sie hat mir das früher immer verboten. Ich durfte keine Piercings, keine Haare färben, keinen Nagellack. Und ja, und mit 18 war das Erste, was ich gemacht habe, war Bauchnabelpiercing, Zungenpiercing. Und dann kam auch direkt der erste Tattoo-Termin und direkt das erste Tattoo. Ja. Und welches war das? Das war hinten an meinem Rücken. Da ist so eine Kirschblütenranke. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es ist. Echt? Hast du so lange nicht gesehen, oder was? Ja, doch, man sieht es, aber man vergisst es halt, weil es hinten auf dem Rücken ist. Also Ja. ich weiß nicht, manchmal erschrecke ich mich und wische dann nochmal drüber, weil, was ist da? Ja, also Ein wirklich, Tier. ja, weil ich halt nicht dran denke, das ist halt das Erste und das ist so, das war einfach auch nur so ein Frust-Tattoo, wie ich das mal so sagen darf. Das war so, ich Ja. will ein Tattoo haben, also gehen wir jetzt zum Tätowierer und das Erste, was man da gesehen hat, das hat man gesagt, das will man. Und ja. Und wie war dann die Reaktion zu Hause? Mein Papa hat ein Jahr lang kein Wort mit mir Ein gesprochen. Jahr. Krass. Meine Mama war mit beim Tätowieren mit dabei. Sie hat gesagt, ich kann es nicht verhindern, aber ich will wenigstens die Größe bestimmen. Hat sie dann Und so die die Hände da drum Platzierung. gehalten, so, ah, nicht weiter. Ja, also sie hat wirklich schon drauf geachtet. Dann gesagt, nicht so groß, weil wenn es nach mir gegangen wäre, Dreckfläche, ne? Aber Ja. Mama, nicht so groß. Geil. Also beim ersten durfte sie noch mitbestimmen.
Beim zweiten war das eher so eine Frustaktion. Ich war auf einer Messe und habe gedacht, boah, ich habe Geld. Und dann gehst du jetzt einfach und hast dir den ersten besten gesucht und ja. Und warst du nicht so zufrieden? Oder? Nein, absolut überhaupt nicht. Das ist so mein Schandfleck und das wird auch irgendwann noch weggemacht. Also ist nicht das erste der Schandfleck bei dir, sondern das zweite? Ja. Ach, und welches ist das? Das ist das hier an der Leiste. Ich habe hier in der Leiste so, da sind die... Eben hier den Kollegen, da kann man das ein bisschen sehen. Genau, den kleinen Kollegen hier. Ja. Da stehen die Namen meiner Eltern. Dann habe ich hier ein paar Sterne, ein Schmetterling. Ich habe das Tattoo-Starter-Paket hier. Ja, sehr gut. Und das wird auch irgendwann mal weggemacht. Und weißt du schon, was da hinkommt? Ich bin mir noch nicht so sicher genau, was da hinkommt. Also da gucken wir mal. Also ich habe überlegt, ein Phönix, aber das ist so eine Sache, weil ich will hinten auf dem Rücken ein riesengroßes Bild drauf haben. Das muss dann halt schon da irgendwie reinpassen, sodass das später ein Bild ergibt. Weil ja. Das ist mir halt wichtiger später, dass das alles so ein Konzept wird. Arme werden auch noch irgendwann überarbeitet. Das liegt mir auch ganz, ganz nah. Ja. Also bist du so mit einigen Sachen noch nicht ganz so zufrieden von den Tattoos? Oder? Ja, ich sag mal, ich war damals jung und wollte unbedingt bunt sein und bin dann zu einem Tätowierer gegangen, der nicht so toll war. Ne? Das kann man ja auch mal so sagen. Ne? Ja, also es war ein richtiger Metzger und war auch nicht so, ja auch zum Teil zu tief gestochen und auch jetzt, ich sag mal, jetzt gefällt es mir halt nicht mehr so. Ich meine, das sind zwar meine Motive, die er da gestochen hat, sondern da Sachen, die ich da auch noch gemalt habe, aber es gefällt mir einfach auch gar nicht mehr. Weil erstens, ich mag meinen eigenen Stil mittlerweile nicht mehr, den ich früher hatte. Deswegen würde ich auch jedem immer davon abraten, sich irgendwie ein Bild von sich selbst da irgendwie zu tätowieren, weil irgendwann bist du besser und dann guckst du da drauf und du ärgerst dich. Ja. Weil du ganz genau weißt, dass du es jetzt besser kannst. Ja. Und ich habe jetzt zum Glück einen guten Tätowierer. Der kommt aus Moskau, aus cool. Russland. Und der hat auch jetzt mein Bein gemacht. Mit dem bin ich super zufrieden. Ja. Also da habe ich nichts dran auszusetzen. Super Arbeit, super schnell arbeitet der auch. Ja. Also. Und der malt das dann immer selber. Also du malst ja. Das jetzt nicht mehr. Nee, nicht mehr. Ja. Also das habe ich auch, mache ich nicht mehr. Ja. Gar nicht mehr. Ja, ich mache das nur noch für mich. Ich male meine Bilder und meine Leinwände voll, aber auf mir selbst irgendwas dann nochmal, wenn dann nur so als Vorskizze, dass ich es jemandem anderen gebe, damit er es mit seinen, weil man ist selbstkritisch, also ich ja. Ist bei mir halt so, wenn ich auf das Bild gucke, wenn ich mir jetzt meine Bilder angucke, die ich vor 3 Jahren gemalt habe, mag ich sie auch nicht mehr, dann denke ich mir auch, ja, jetzt kannst du es besser, du ja. Bist zwar schon stolz, wenn du drauf guckst, aber tätowieren lassen... Würde ich es mir nicht mehr. Ja, das habe ich von Tätowierern noch öfter gehört, dass wenn die nach 3 Jahren einen Kunden wiedersehen, dass die ja. Dann so, oh nein. Obwohl ja. Das natürlich auch gut war, aber das ist halt ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich sogar noch für dich Weltklasse, aber ja. Ne, wenn du nach 3 Jahren, du hast dich halt entwickelt, du machst alles anders vielleicht schon ja. Oder vieles anders, du hast einen ganz anderen Stil zum Beispiel bekommen. Also ich zum Beispiel, ich war da ja damals noch in der Suche überhaupt, was ich machen will und wie und was mir liegt. Mhm. Und jetzt... würde ich mir sowas nicht mehr tätowieren lassen, bin ja. Ich ehrlich. Also ich mag die Motive trotzdem noch, es sind immer noch meins und da steckt auch ganz viel Liebe noch drin, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich natürlich jetzt was ganz anderes machen. Ja, ja, das ist ja oft so, ne? Dass man dann, was würdest du denn sagen, wäre das ideale Alter, um mit dem Tätowieren anzufangen? Oder tätowiert werden natürlich. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch über Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die wissen direkt von Anfang an, ich will das, ne? Und aber ich bin halt einfach auch nicht so, ich bin halt mit meinen Entscheidungen auch immer so ein bisschen wankelmütig. Und deswegen bei mir wäre das, glaube ich, schon, dass ich nicht mit 18 direkt losgelaufen wäre mit ich will jetzt, weil Mama hat damals gesagt, nein, du darfst gar nichts. Und dann war ja. Das diese Rebellion. Aber ich wusste sowieso schon von Anfang an, dass ich irgendwann mal bunt sein will. Mhm. Also das wusste ich schon, seit ich klein bin. Ja. War ich immer fasziniert. Ich habe mir auch im Kindergarten immer diese ganzen Klebetattoos überall aufgeklebt. Ich war mal die Bekloppte. Meine Mutter hat mich immer abends geschrubbt wie so eine Irre. Und deine Geschwister, haben die auch Tattoos? Also hast du einen Bruder? Also ja, mein Bruder, der hat jetzt angefangen. Er hat jetzt den Unterarm tätowiert. Der hat da so sein Marvel irgendwie DC-Ding da drauf. Der fängt jetzt an ja. Und hat schon gesagt, bei Jackie, Hut ab, was du da schon alles gemacht hast. Und eure Eltern sind aber inzwischen daran gewöhnt, einigermaßen. Ja, meine Eltern, die mittlerweile gar nicht mehr. Also beim zweiten war das noch so, dass mein Vater noch so, und... Da das, konnte er eigentlich nichts sagen, das sind nur die Namen von denen. Und die ersten paar Jahre, als ich die Arme schon tätowiert hatte, da wusste der das gar nicht. Ich bin immer mit langen Klamotten dahin gegangen. Wie hast du das? Ah, okay. Auch also im Sommer, immer so mit Strickjacken, so dünn und luftig. Und irgendwann mal stand ich vor ihm in voller Blüte und er guckt mich an und sagt, war das alles schon...
Nein, habe ich gestern gesagt. Doch nee, es kam so. Ich weiß auch nicht. Ich bin in eine Wunschmaschine gefallen. Also ich habe es wirklich lang verstecken können. Krass. Ja. Ja. Das ist echt. Und wie machst du das jetzt mit der Motivfindung? Also du hast wahrscheinlich dann früher gemalt und hast gesagt, ach, das will ich als Tattoo. Und wie machst du das jetzt? Also was überlegst du dir? Was trägst du gern an deinem Körper? Also jetzt das Bein zum Beispiel, das haben wir so gemacht, dass ich gesagt, ich habe einen Leitfaden aufgestellt und habe gesagt, ich möchte ein Spanienbein, ein La Coruña-Bein. Das ist die Heimatstadt von meiner Mama. Und dafür habe ich eben halt ein paar Zentralmotive geliefert, die ich gesagt habe, die müssen unbedingt drauf sein, wenn er sie irgendwie umgestalten möchte, klar, aber es muss halt wirklich schon erkennbar sein, dass es das ist. Und das hat er super gemacht. Mhm. Danach den ganzen Rest, der dazwischen kommt, habe ich gesagt, dann guck einfach mal, was dazu passt, ne? Und mach einfach mal, weil mir das auch wichtig ist, weil ich kenne das ja von mir, wenn man mir vorschreibt, was ich malen soll, ist das immer schwierig. Wenn man mir einen gewissen Spielraum lässt, macht das Ganze viel mehr Spaß. Und dem Tätowierer soll es ja auch Spaß machen. Und er soll ja auch viel Liebe in dieses Motiv reinstecken, ja, und auch Spaß dran haben. Ja. Deswegen habe ich auch echt lang gesucht, bis ich den gefunden habe, wo ich sagen könnte, ja, der kann das. Ja. Und der hat da auch Bock drauf. Das ist mir nämlich wichtig, dass er auch Bock drauf hat. Ja, dann wird es auch am besten. Ne? Das stimmt schon. War das denn schon mal, dass ihr euch da nicht einig geworden seid? Oder war es immer, dass es eigentlich geklappt hat? Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Der spricht ja noch nicht mal Deutsch, ne? Also das ist schon, ich habe wirklich mit Hand und Fuß kommunizieren wir da und mit Übersetzungen und alles. Und funktioniert wunderbar. Obwohl wir uns wirklich so nicht kommunizieren, irgendwie verständigen können, funktioniert das wunderbar. Also der macht mir da was fertig, ich gucke mir das an. Dann fängt er an, das auch direkt vor Ort auf deine Haut aufzumalen. Also da kannst du immer noch machen oder so, aber war bis jetzt nie nötig gewesen. Ja. Ich stand da immer nur und habe geguckt und dann ist das immer dieses Also ich komme mir dann immer vor wie weiß ich nicht, wie Weihnachten, wenn da, weiß ich nicht, Kinder in den Raum kommen oder Tannenbaum stehen und dann Geil. Also wirklich immer. Ich freue mich auch immer einen Arsch ab, wenn ich dann irgendwann fertig bin und dann da drauf gucke und Ja. Sehr cool. Wie bist du denn an den geraten, dass ihr... Das war ich habe ein Gewinnspiel gemacht auf Facebook. Ach, ist auch lustig. Und habe einen 500-Euro-Gutschein bekommen. Und der war gerade da gewesen, zu Gast. Mhm. Und keiner hatte sich das irgendwie so zugetraut, was ich da haben wollte. Weil ich habe gesagt, das soll direkt ganz groß werden. Wir fangen jetzt erstmal klein an, um zu gucken, ob das passt. Und werden dann größer. Und ja, das hat sich halt einfach so ergeben. Weil der direkt sagt, ja, habe ich Bock drauf, das finde ich cool. Ich sage, den nehme ich dann. Denn auch wenn ich kein Wort von dem so verstehe. Quasi lieber auf den ersten Blick. Ja, wenn ich kein Wort von dem verstehe, was der da sagt, den nehme ich, weil der ist toll, der macht das, der ist super. Und jetzt musst du immer warten, bis er wieder als Gast kommt, oder warst du auch schon mal da? Nee, also der kommt schon immer hier runter. Also der hat jetzt in Düsseldorf haben die ein Studio jetzt aufgemacht und da kommt er halt immer so und bleibt dann ein ganzes halbes Jahr oder so unten. Also das passt schon. Ach so, das ist länger. Ja, das ist wirklich im Jahr, also der bleibt dann immer so seine 3 Monate, dann fährt er wieder 2 Monate rüber, dann kommt er wieder 3 Monate, also immer so in dem Dreh. Also das passt. Mhm. Das passt wirklich. Kommt immer, also wir kommen immer ganz gut zurecht. Sehr gut. Ja, ich meine, ich habe ja auch nicht immer so, ne? Ich habe ja kein Goldesel. Man muss ja auch ein bisschen sparen. Da ist das auch schon mal ganz gut, dass der Tätowierer mal so 2 Monate nicht da ist. Da hat man ein bisschen Zeit, wieder so Reserven anzulegen. Ja, sehr gut. Du bist doch auch manchmal auf Fotos zu finden. Ja. Richtig. Wie kam das so? Das ist nur ein Hobby. Ja, aber wie hat sich das entwickelt? Das hat sich eigentlich nur durch Zufall entwickelt, weil ich hatte für jemanden ein Logo gemacht und der meinte dann als Dankeschön, lass uns doch mal ein paar Fotos machen, dann hast du ein paar schöne Fotos, ich habe mein Logo und dann sind wir alle zufrieden, das haben wir dann gemacht und das hat echt Spaß gemacht. Ich war auch erst ziemlich schüchtern und wusste gar nicht wie und was und habe auch gesagt, so, wenn man da immer so steht, dann ist das schon irgendwie befremdlich, wenn da einer die ganze Zeit mit der Kamera um einen herumläuft. Ja, das finde ich auch ganz komisch irgendwie. Ja, aber es hat Spaß gemacht und hat dann irgendwie, ich sag mal, wenn man, was mir halt mehr Spaß macht, ist dieses Kreative, wenn man so schön mit Farbe da rumwuselt und dann, ich sag mal, Bilder hat von sich, die man so nie hat. Ne? Also das sind so Kunstbilder. Mit, also nicht so klassische Porträts, sondern eher sowas. Ja, natürlich, sowas hat man auch gerne von sich. Man guckt das ja auch gerne an und man ist dann auch ein bisschen stolz auf sich. Ne? Und man freut sich über jedes tolle Bild. Also bei mir ist das auf jeden Fall, ich freue mir immer den Arsch ab und denke, guck mal, wie gut du aussiehst. Ne? Und ja, darf man doch auch mal sagen, klar, oder? Klar. Natürlich. Klar. Warum macht man es denn? Ja, klar. Also, ich habe halt gerne... konserviert auf Bühne. Ja, quasi. Ich sag immer, ne, noch kann ich's. Ne, noch kann ich's. Ja, ich habe auch schon sehr viele coole Bilder von dir gesehen. Die ersten, die ich gesehen habe, waren allerdings noch komplett ohne Haare. Ja. Wie kam das?
Hast du einfach vom einen auf den anderen Tag gesagt? Och. Nee, nicht von einem auf den anderen. Ich hatte vorher schon ganz kurze Haare. Und immer so Irokesen oder mal ganz kurz und dann nur so irgendwie 15 mm. Und irgendwann habe ich dann halt so 3 mm. Mal gucken, wie es aussieht. Und dann war es so, weil war halt pflegeleicht. Ich vermisse das auch. Okay, ja, weil jeden Morgen. Ja, ich hatte nämlich jetzt, als wir dann wieder Kontakt hatten, oder wir hatten ja vorher keinen, aber es ist ja immer irgendwie über so Fotos und so, kennt man sich, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Dann habe ich so, ach ja, die Chucky. Und dann habe ich so geguckt, dann haben wir geschrieben und dann so, oh, die hat ja voll die Haare. Ja, die hat ja voll die Haare. Ich hatte dich nur so voll als Glatzkopf in Erinnerung. Also wird es auch. Das habe ich aber ganz oft bei Shootings, dass die Leute mich dann, wenn ich früher schon mit denen geschoot, dass die immer mich angucken und sagen, die, boah, du siehst aus wie ein ganz anderer Mensch auf einmal. Ja. Weil die, das ist, sagt ihr, es ist so ungewohnt. Hattest du dann mehr Anfragen, als du weniger Haare hattest? Irgendwie, dass man so sagt, ah, krass. Ja, nein, also kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe immer noch gleich viele Anfragen. Mhm. Also na klar, ich meine, da hat man viel mehr so diese gehäuften Anfragen von diversen Fotografen, die da unbedingt eine Glatze haben wollen. Mhm. Aber da mir das nie wichtig war, bei jedem irgendwie abgelichtet zu werden. Mhm. Ja, ich sage mal, ich bin auf der Suche nach so spezielle Sachen, so Sachen, wo ich Bock drauf habe, ne? Und die suchst du dir dann halt raus. Deswegen habe ich auch früher als Glatze auch nicht wirklich viel mehr geshootet, als ich jetzt shoote, weil es mir halt nie wichtig war, wie gesagt, überall zu sehen, weil das ist sowieso zu viel, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Ja, mir überall jeden Tag darum, da habe ich gar keine Lust drauf. Das soll wirklich Spaß machen und dann mache ich das auch mit Leuten, wo auch direkt irgendwie der Kontakt her passt, wo man auch so das Gefühl hat, ja, wenn man da hingeht, dann muss man sich nicht verstellen oder irgendwie, weiß ich nicht, sich irgendwie krumm machen, damit man den irgendwie in sein Schema passt. Ne? Ja, ja. Das hat man ja ganz oft. Deswegen habe ich halt immer nur geguckt, ich habe halt auch früher schon ziemlich hart sondiert, mit wem ich shoote und mit wem nicht. Weil für mich muss das halt sein, es muss passen. Ich darf mich nicht irgendwie komisch fühlen dabei. Mhm. Es muss halt immer so, ne? Ja. Locker, entspannt, das ist mir am liebsten. Und das merkst du halt auch schon direkt bei den ersten Mails, ob das entspannt ist oder nicht, wenn da schon die Sachen kommen wie, ja, fotografier mir alles ab. Und gibt da wirklich so Leute, die wollen jeden Zentimeter von dir vorher wissen, oh Gott, bevor sie mit dir irgendwie shooten. Oder so Mails, wo ich krieg da mal das Lachen drüber, wenn da ein Fotograf kommt und sagt, ich muss mir erstmal dein Profil beobachten. Hä? Wieso musst du mein Profil beobachten? Ja, ob du denn mit jedem shootest und wie oft du shootest und mit wann und ob du zuverlässig bist. Also gucken die dann ein halbes Jahr erstmal dein Profil an oder was? Das kenne ich gar nicht. Ja. Wahnsinn, ne? So welche Anfragen kriegt man da teilweise. Ja, dann soll er doch einfach die Fresse halten, das ein halbes Jahr beobachten. Ja, habe ich mir auch gesagt. Dann soll doch leise. Meld dich und doch danach. Meld dich doch, wenn du weißt, was du willst. Ne? Oder auch so, ich bin ja schon manchmal schlecht organisiert, aber wenn ich was will, dann weiß ich ja, was ich will. Und dann schreibe ich ja auch eine Person gezielt drauf an. Ja. Wenn mir aber jemand schreibt, ja, ich will Fotos machen. Okay, was möchtest du dafür? Ja, weiß ich noch nicht. Und dann versuchst du da wirklich irgendwie 3 Wochen auf einen Nenner zu kommen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Nee, da weiß ich auch direkt nie. Intensiv. Wenn da einer kommt und sagt, komm, ich weiß zwar noch nicht was, aber ich habe eine coole Location, lass uns einfach gucken vor Ort. Dann weiß ich wenigstens, wo ich da irgendwie... wenn da einer kommt und sagt, dann ja, aber die Location... Und da gibt es wirklich sehr penible Leute. Und da weiß ich, das wird auch nichts dann. Nee, klar. Da kann ich das abschätzen. Wenn ich Chaos Queen dann in so einen Etepetete-Fotograf da reinplatze... Und allein schon, wenn ich dann meinen Koffer aufmache, glaube ich, kriegen die schon die Krise. Kenn ich. Ja, aber das explodiert dann immer. Geil. Was ist denn das nächste, egal ob Tattoo oder Fotoprojekt, oder worauf du dich freust? Was ist das Kunst. Nächste coole? Kunst. Kunst. Ja, ich male sehr viel, nur ausschließlich. Ja. Also in meiner Freizeit, alles dreht sich bei mir um Kunst. Ja. Kunst, ja. So meins. Sehr cool. Möchtest du sonst noch irgendwas über dich erzählen jetzt am Ende, was dir wichtig ist? Oder habe ich alles gefragt und du bist zufrieden? Ich bin zufrieden. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Interview.